Der Nintendo 3DS ist und bleibt für mich eine der besten Konsolen ever. Er hat mich seit Release im Jahre 2011 mitverfolgt und teils auch meine Kindheit geprägt. Der 3DS ist seit einiger Zeit schon tot, ungefähr nachdem Bowser's Inside Story DX und Kirby's Extra Epic Yarn rauskamen im Jahre 2018 und 2019. Doch der offizielle Tod der Nintendo 3DS-Familie, oder Wii U, ist der 27. März 2023, da wir nach dem Datum keinen eShop mehr auf diesen Konsolen haben werden und somit uns keine Spiele oder Updates downloaden können. Das Ganze ist eine ähnliche Situation wie mit dem Wii Shop damals. Wir werden einiges verlieren. Viele gute Spiele, viel Schlechtes, sehr viel Schlechtes. Doch um noch einmal positiv über den 3DS zu reden, bevor er endgültig abgesetzt wird, werde ich euch heute meine Top 10 Lieblingsspiele auf dem 3DS zeigen. Außerdem werde ich euch später im Video auch nochmal ein paar eShop-exklusive Spiele zeigen, die ihr meiner Meinung nach holen solltet, bevor es zu spät ist. Aber ich möchte euch jetzt auch keine Angst machen oder so. Alle Spiele, bis auf die eShop-Spiele, werden selbst in ein paar Jahren immer noch physical existieren. Hier nochmal eine ganz große Warnung, bevor hier irgendwer rummeckert. Das hier ist nur meine persönliche Liste von Spielen, die ich bisher alle gespielt habe. War wirklich schwer für mich, bei all den Spielen eine Reihenfolge zu machen. In Zukunft könnte es also gut sein, dass ich die Reihenfolge doch anders machen würde. Aber darum geht es hier nicht. Hier geht es darum, euch Spiele Spiele zu zeigen, die mir wirklich sehr wichtig sind und gefallen. Mir ist bewusst, dass ich ein paar Gems auslasse, die ich noch nicht gespielt habe, aber ich versuche so viel wie möglich zu erwähnen. Falls ein wichtiges Game eurer Meinung nach vergessen habe, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und damit eins klar ist, nicht jedes Spiel auf der Liste wird euch auch gefallen. Das sind, wie gesagt, nur die Spiele, mit denen ich persönlich am meisten Spaß hatte. Okay, genug vorgewandt. Fangen wir an mit... Auf Nummer 10 schafft es Yoshi's Woolly World auf dem 3DS. Oder wie es eigentlich heißt, Poochie und Yoshi's Woolly World. Ich schätze, die paar Bonussachen mit Poochie sind es wert, ihn auf den Namen des Games zu packen. Yoshi's Woolly World war schon auf der Wii U nach vielen, vielen schlechten bis okayen Yoshi-Ablegern endlich mal wieder ein richtig gutes Yoshi-Spiel. Und wenn einen Grafik-Downgrades nicht interessieren, ist die 3DS-Version sogar noch besser. Nicht nur hat man, wie bereits erwähnt, neuen Content mit Poochie, sondern auch ein paar kleinere Dinge wurden verändert. Man kann zum Beispiel seinen eigenen Woyoshi zeichnen. Zwar kann man dafür keine Amiibos mehr benutzen für Kostüme, aber theoretisch kann man die auch einfach nachzeichnen. Eine kleine Sache, die ich wirklich sehr bewundere, sind die Shortfilms. Jeden Tag, wenn man das Spiel startet, bekommt man einen random Poochie Shortfilm von ganzen 31 Stücken. Alles in allem ist dieses Spiel einfach wunderbar. Egal, ob man es auf dem 3DS oder auf der Wii U spielt. Doch ich wünschte mir irgendwie, dass der 3DS-Port doch eher ein Switch-Port geworden wäre. Und deshalb ist das Spiel auch nur auf Nummer 10. Als jemand, wo noch nie ein einziges Zelda-Spiel so richtig komplett durchgespielt hat, war Zelda A Link Between Worlds mein erstes Zelda, was ich wirklich komplett von Anfang bis Ende durchgezockt habe, mit fast 100%. Der japanische Titel des Spiels ist Zelda Triforce of the Gods 2, was basically Link to the Past 2 hier ist. Das Spiel ist also kein Remake, sondern ein Nachfolger von dem SNES-Game Link to the Past. Und das zeigt sich auch. Die normale Overworld und viele der Zwischenorte sind die exakt gleichen, mit teilweise exakt gleichen Rätseln. Doch der große Gameplay-Twist ist, dass sich Link als Wandmalerei in Wänden packen und bewegen kann. Das hört sich für Außenstehende vielleicht etwas seltsam an, macht aber für echt kluge Rätsel und generell machen die Items, die man im Spiel bekommt, für echt cooles Gameplay. Später kommt man auch in eine Parallelwelt namens Lorule, wo alles irgendwie viel düster und gefährlicher ist, dennoch alles ziemlich vertraut aussieht. Das Spiel ist sowohl für Neueinsteiger, die noch nie Zelda gespielt haben, als auch für Profis der alten Teile, zum Beispiel dem SNES-Teil, sehr gut geeignet. Das einzige Negative, was ich noch sagen kann, ist, dass manche Rätsel echt etwas zu knifflig sind und ich sogar an manchen Stellen einen Guide brauchte. Und lass mich bloß nicht mit den 100% anfangen. Die bestehen nämlich nicht nur aus Herzteilen, wie sonst in fast allen Zeldas, sondern es gibt auch noch kleine Maimais, die man in den verschiedensten Orten Hyrule zu finden sind, ja. Findest du alle 100 von ihnen? Tja, dann machst du die Mutter sehr glücklich und wirst belohnt. Man wird sogar schon bei, glaub, allen 10er Maimais belohnt. Mit Upgrades und Items und so weiter. Aber alle 100 zu finden ist echt nicht ohne. Das gleiche gilt natürlich auch für die Herzteile, aber das wisst ihr ja bereits schon.
Ich weiß ganz genau, was ihr gerade denkt. Was? Du tust Paper Mario Sticker Star in der Top-Liste? Spinnst du? Das Spiel ist derbe Scheiße! Das hat nicht nur... Sei ich mich nur noch in den Kommentaren von Paper Mario Soundtrack aufhält. Mein Leben, hab mich meine Frau, meine Kinder, meine Freundin und mein Hund alle verlassen! Dieses Spiel kann mir doch unmöglich. Du widerst mich an! Oder zeige dich an! Du verarschst den Zuschauer! Paper Mario soll ein Rot spielen, wenn ich noch einmal ein Gottverdammtes Mal eine Sticker zukleben muss! Dreh ich mir und dir den Hals um! Jo, chill mal. Aber jetzt halblang, Mann. Ich weiß, dass viele dieses Spiel hassen, da es die Paper Mario-Reihe veränderte, bla bla. Es ist kein richtiges RPG mehr, wie damals ist, bla bla. Eigentlich hat Super Paper Mario schon alles verändert, aber egal, bla bla. Meine Meinung ist jedenfalls, dass ich dieses Spiel echt mega nice finde. In dem Spiel geht es darum, Level zu absolvieren, Gegner zu besiegen, Rätsel zu lösen. Und wie macht man das? Natürlich, indem man Sticker aufklebt. Man findet so ziemlich überall auf der Welt Sticker. An Wänden, an Häusern, an Toads. Und mit Kersti, der Begleiterin, welche einfach nur ein Anagramm für Sticker ist, kann man das Geschehen wie ein Blatt aufheben und Sticker hinzufügen, welche, wenn man den Modus wieder verlässt, dann echt werden. Manchmal findet man auch echte Gegenstände, die einfach nur Dingse heißen. Lol. Die bringen alle coole und lustige Animationen mit sich. Klar können manche Passagen sehr nervig oder sogar frustrierend werden. Dennoch bin ich der Meinung, dass das Spiel insgesamt sehr gut bei mir geblieben ist und ich es gerne neu spiele. 100% neu spielen ist für sich ein Thema, aber generell neu spielen tue ich gerne. Kann ich das Spiel aber wirklich empfehlen? Ich meine, für Fans der Paper Mario-Reihe? Keine Ahnung, ich halte das selbst. Obwohl, ich glaube, die meisten haben sich ja sowieso schon entschieden. Aber für die Leute, die noch kein Paper Mario gespielt haben, kann ich es jedenfalls empfehlen. Doch, denkt nicht, dass die Paper Mario-Spiele normalerweise so sind, denn das sind sie definitiv nicht. Ich bin stolzes Mitglied des Paper Mario Sticker Stars Fanclubs und freue mich immer auf neue Mitglieder. Aber machen wir nun weiter mit dem nächsten Top-Hit. WarioWare Gold ist sozusagen ein Best-of von allen WarioWare-Teilen und ist definitiv einer der besten, wenn nicht sogar der beste Wario-Teil. Die Microgames sind alle aus verschiedenen WarioWare-Teilen entnommen. Es gibt viele verschiedene Charaktere mit Cutscenes und Voice-Acting. Hey Ashley! I'll call you back. Viele verschiedene Modi von anderen WarioWare-Games. Sogar ein Game in Wario-Spiel, welches vorher Wii-U-exklusiv war. Das ist sogar einer meiner Lieblingsmodi und eine sehr gute Abwechslung zum normalen Gameplay. Es gibt auch ein paar neue Minispiele und Modi. Ein Modus ist einfach ein Wecker, wo man, wenn er klingelt, einfach ein paar Microgames machen muss. Außer ihr mögt WarioWare oder Microgames nicht, wüsste ich keinen Grund, dieses Spiel nicht zu spielen. Die Mario und Luigi Spiele sind allesamt echt super. Bis auf eins. Und auf dem 3DS gibt es 4 Spiele insgesamt mit dem Titel. Doch das meiner Meinung nach beste davon ist das Remake vom Game Boy Advance Spiel Superstar Saga. Und zwar Mario Luigi Superstar Saga plus Bowser's Schergen. Oder einfach nur Dix. Ich habe zwar das Original nie gespielt, kenne das aber genauso gut wie das Remake. Und ich finde, das Remake macht alles wirklich besser. Die Grafik, okay, das ist jetzt Geschmackssache. Die Musik, okay, das meiste. Der eine Song ging in Deep, hört sich an wie ein YouTube-Remix. Und das Gameplay ist besser. Und damit meine ich die Bro-Moves. Meiner Meinung nach sind die nicht nur einfacher, sondern auch satisfyinger auszuführen. Oh, und ich schätze, Bowser's Schergen ist auch noch ziemlich cool. Habe sogar extra für den Modus eine Goomba-Amiibo gekauft. Und ich meine, es ist immer noch Superstar Saga, welches auch schon auf dem GBA super war. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Story ist super, Gameplay ist super, Luigi trägt ein Kleid. Was will man mehr? Tomodachi Life ist ein Must-Have für wirklich jeden 3DS-Benutzer. Und ich hoffe, dass es auch auf die Switch irgendwann kommt. So wie Miitopia. Aber was ist überhaupt Tomodachi Life? Es ist ein Lebenssimulator. Du lädst Mies auf deine Insel ein und kümmerst dich um sie und schaust, was sie untereinander machen. Das klingt zwar vielleicht etwas langweilig, doch das Beste am Spiel sind die verschiedenen Ereignisse, der Humor und alles andere, was auf dieser Insel so passieren kann. Ich kann dieses Spiel nicht so gut erklären, aber das Spiel ist echt genial. Zwar habe ich es irgendwann leider verloren und kann es somit nicht mehr spielen, aber wenn es als Remake oder ein komplett neuer Teil auf die Switch kommt, dann würde ich das so feiern. Und ich glaube, viele andere denken auch so.
Ach ja, und dieses Spiel hat sehr viele komische Events, die es haben kann. Minecraft Kingdom stretches from east to west. I like orange juice every day, freshly pressed. My waffle. My waffle. My waffle. My waffle. Ein weiterer Lebenssimulator, Animal Crossing New Leaf oder auch das Update Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo. Ist dann meiner Meinung nach beste Teil der Animal Crossing Reihe und wenn ihr nur New Horizons kennt oder gespielt habt, dann werdet ihr echt überrascht sein, wie viel Content in diesem Vorgänger drin steckt. Nur halt an New Horizons, New Leaf ist einfach nur besser. In diesem Spiel kommt man ganz fresh in eine neue Stadt rein, wo man dann instant zum Bürgermeister wird. Als Bürgermeister kann man dann die Dinge in der Stadt so laufen lassen, wie man es will. Es gibt viele verschiedene Möbel, Klamotten, Bewohner und generell einiges zu erkunden. Ich möchte wirklich nicht zu viel vorwegnehmen, aber wenn ihr Animal Crossing Fan seid oder es auch nicht seid, aber interessiert seid, dann los, spielt es! Pokémon X, oder auch mein erstes 3DS-Spiel, ist ein wunderbarer Pokémon-Ableger in meinem Buche. Und ich meine damit auch Y, aber X war die Version, die ich hatte, ja. Man hat coole Rivalen, sogar mehrere, coole Starter, bis auf einen, viele epische neue Pokémon, manche mit enttäuschenden Entwicklungen. Und nicht zu vergessen, dieses Spiel hat die Mega-Pokémon beigeführt. Manche voll entwickelte Pokémon können sich mit einem Megastein temporär entwickeln zu einem noch mächtigeren Pokémon als bevor. Die Story ist durchschaubar. After Story mit Lebel ist beste und das Spiel kann ich, wie schon oft bevor gesagt habe, jedem empfehlen. Klar sind die Chibi-artigen Chars nicht für jeden was, aber das Spiel ist echt sehr einfach. Plus man kann es sich schwerer machen, indem man, schreibt das auf Gamefic und Ilka, den XP-Teiler ausstellt in den Key-Items. Krass, ich weiß. Luigi gewinnt an einem Wettbewerb, an dem er gar nicht teilgenommen hat, und Mario geht vor und kommt gar nicht mehr wieder. Luigi geht alleine los und findet eine alte, gruselige, verlassene Villa mit Geistern, einem kleinen Professor mit lustiger Stimme. Dieser redet einem ein, die Villa ist nicht echt und man soll die Geister allein fangen. Dafür wird man mit Geld und weißen Kugeln belohnt. Hä, aber hat er nicht gemeint, die Villa wäre fake? Ist da nicht das Geld auch fake? Ich rede natürlich von Luigi's Mansion, doch das ist das 3DS-Remake vom GameCube-Klassiker. Damit auf dem GameCube schon GOTY-Status in meiner Opinion, aber was sind denn überhaupt die Unterschiede? Nun, zuerst mal spielt dieses Remake in einer anderen Zeitschleife, Fragezeichen? Denn Luigi, der Kumpel aus dem dritten Teil, wird hier in diese Vergangenheit geschickt, damit man auf dem 3DS den gecutteten Multiplayer-Modus erhält, zu welchem wir auch noch gleich kommen werden. Ansonsten gibt es nur Quality of Life Improvements, weniger Bugs und Glitches, bessere Hidden Mansion, man kann alle besser mit Zeitherausforderungen kämpfen in der Gallery und die Grafik sieht anders aus. Denn generell sieht das Spiel im Vergleich zum GameCube-Original weniger düster aus und hat aktuellere Models und Grafik. Genau aus diesem Grund mögen viele diese 3DS-Version nicht, da sie finden, es nimmt die Atmosphäre weg. Und das kann ich auch gut nachvollziehen, bin aber nicht wirklich dieser Meinung. Diese düstere Atmosphäre wäre eher schlecht auf dem kleinen Bildschirm des 3DS angekommen. Da ist es meiner Meinung nach schon verständlich, wenn sie es etwas, naja, weniger düster halt machen. Soll nicht heißen, dass ich es besser finde. Ich habe jetzt keinen wirklichen Favoriten zwischen der 3DS und GameCube-Version. Obwohl, doch, die 3DS-Version ist in meinen Augen definitiv besser. Einfach nur wegen der verbesserten Hidden Mansion und Gallery. Ach, und der Multiplayer-Modus mit Luigi, ja, der ist ganz in Ordnung. Was man halt so erwartet. Nur leider droppen da ein wenig die Framerates beim Spiel. Luigi's Mansion 1 ist ein wahnsinnig gutes Spiel und jeder sollte es mal gespielt haben. Jetzt kommen wir zu ein paar Honorable Mentions. Die drei Kirby-Spiele auf dem 3DS.
Ich habe sie bisher noch nicht gespielt, weiß aber, dass sie gut sind und ich würde sie auch irgendwann mal ausprobieren. Mario Luigi Dream Team Bros. Das ist vielleicht nicht der beste Mario Luigi Teil, aber definitiv zu underrated meiner Meinung nach. Pokémon, Omega Rubin und Alpha Saphir. Das Spiel ist ein weiteres gutes Pokémon-Spiel. Der einzige Grund, warum es nicht in der Liste ist, ist der, dass ich nicht der größte Gen 3 bzw. Höhen-Fan bin. Zelda Ocarina of Time 3D und Majora's Mask 3D. Gute Zelda-Spiele, die ich wie gesagt nicht komplett durchgespielt habe, aber klassische Remakes vom N64-Klassiker sind. Zelda Triforce Heroes. Ich wollte schon immer dieses Spiel spielen, aber zum Release hatte ich kein Geld und andere Prioritäten. Und dann wurde das Game irgendwie gehatet und ich glaube, jetzt spielt das Spiel eh keiner mehr, oder? Ich wäre immer noch interessiert in dem Spiel. Maybe hole ich zwei Leute mal zusammen und zocken das mal, lol. Super Mario 3D Land. Dieses Spiel ist in Vergessenheit geraten und dabei weiß ich nicht mal warum. Es ist nichts falsch an dem Spiel. Es ist einfach ein ganz normales Super Mario Spiel in 3D. Die Yo-Kai Watch Spiele auf dem 3DS. Habe Yo-Kai Watch ein bisschen angezockt und die TV-Show sehr gerne geschaut, aber so richtig habe ich die Reihen nicht gespielt und kann sie somit nicht ranken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Spiele gut sind. Luigi's Mansion 2. Dieses Spiel wird meiner Meinung nach zu viel gehatet. Klar, er ist nicht besser als der erste Teil, aber ist immer noch gut. Mario Kart 7 ist halt ein Mario Kart. Oh, und Regular Best Char, wann kommt der in Mario Kart 9? Pokémon Sonne und Mond. Das Spiel ist nicht auf der Liste, da es leider an vielen Stellen sehr, sehr träge und boring ist. Aber das Beste ist auf jeden Fall die Story mit der Aether Foundation und Lillys Familie. Rhythm Paradise Megamix. Ein weiteres Spiel, das ich mal angespielt habe und es war gut. Super Smash Bros. For 3DS. Wie bei jedem Smash Bros. Teil bin ich am Anfang der Meinung, das Spiel ist mega geil und dann kommt der nächste Teil raus und der vorherige Smash Teil ist auf einmal doch nicht mehr so geil. Es ist immer noch ein super Spiel, nur maybe wegen Ultimate etwas outdated. Aber das Spiel wäre definitiv vor dem Smash Ultimate Release weiter oben auf der Liste gewesen. Als ich damals Pokémon Sonne und Mond das erste Mal gespielt habe, fand ich es richtig gut. Zwar nicht besser als Gen 6, aber trotzdem echt spaßig. Und dann erfuhr ich, dass Ultrasonne und Ultramond rauskommen und ich dachte mir nur, warum sollte ich das gleiche Spiel nochmal kaufen? Habe dann also stattdessen Overwatch gekauft. Doch ein paar Jahre später habe ich mir Usum also doch gekauft und ausprobiert. Und obwohl ich gehört habe, dass das Spiel einfach nur Sonne und Mond in schlechter sein soll, muss ich feststellen, dass es genau andersrum ist. Denn Usum ist ein fabelhaftes Spiel. Es hat weniger Story, weniger Stellen, die dem Spielverlauf stören und eine kleine neue Story um Necrozma. Zwar finde ich die Story in Sonne und Mond besser, dennoch ist es schmerzhaft, Sonne und Mond zu spielen, bei all den Sequenzen und Dingen, die dich aufhalten. Außerdem habe ich beim Spiel immer das Gefühl gehabt, dass es Missed Opportunity gab, bei den Aliens, aka Ultrabestien. Und das wurde in Usum etwas besser gemacht. Ich habe angefangen, dieses Spiel zu spielen, nachdem ich Schwertschild und Let's Go gespielt habe. Und ich weiß nicht warum, aber Usum hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Also Fazit, sowohl SM als auch Usum sind super. Aber Usum ist in meiner Hinsicht besser und besser genug, besser als XY zu sein. Falls ihr euch noch ein paar eShop-Spiele kaufen wollt, bevor es nicht mehr möglich ist, werde ich euch jetzt ein paar Spiele zeigen, die es meiner Meinung nach wert sind. Flipnote Studio 3D. Dieses Spiel kann man nur mit My Nintendo bekommen, aber es ist definitiv wert. Es ist basically ein Zeichen- und Animiertool für den 3DS. Boxboy Trilogy. Sehr coole Rätselspiele von den gleichen Machern wie die Kirby-Spiele. Sind sehr unterhaltsam und knifflig. Demperman Trilogy. RPG-Spiele mit kleinen Mii-Aliens. Schaut euch mal an, ist besser als es aussieht. Harmonite. Ein Rhythmusspiel von den Pokémon-Machern. Hat sogar Pokémon-Musik. Pokémon Rumble World. Kostenloses, süchtig machendes Pokémon Rumble Spiel. Keine Ahnung, ob es mittlerweile noch worth it ist, aber ich weiß, dass ich es damals sehr gerne gespielt habe. Pokémon Traumradar. Ein nettes und relativ billiges Pokémon Spin-Off. Pokémon Bank und Pokémover. Die beiden Spiele sind basically ein Muss und werden jetzt auch, sobald der eShop weg ist, kostenlos. Also download es schon mal, lass es liegen und dann könnt ihr es kostenlos benutzen. Denn diese beiden Apps sind die einzige Art und Weise, eure Pokémon vom 3DS auf die Switch zu übertragen. Spezialdemos für zum Beispiel Pokémon-Spiele. Fire Emblem Awakening und Fates.
Falls ihr die beiden spielen wollt, dann jetzt. Da vor allem die DLCs von Fates auch weggehen und man es somit nicht durchspielen kann. Die beiden Mario vs. Donkey Kongs. Falls man Fan der Reihe ist. DSiWare-Spiele. Für die, die es interessiert, die zu besitzen, sage ich es mal. Die Street Pass Mii Plaza Spiele. Ob es die jetzt wert sind, kann ich nicht genau sagen, aber die werden dann auch weggehen. Pokémon Gen 1 und Gen 2. Da sie im Moment nicht auf der Switch erhältlich sind. Oh, und wenn wir schon bei Virtual Console spielen sind, schaut, was es so auf der Switch gibt. Vorausgesetzt, ihr habt eine. Denn viele gibt es dort schon. Und holt euch am besten nur die, die ihr wirklich auf dem 3DS auch braucht oder es momentan nur dort gibt. Es gibt noch viele weitere eShop-Spiele, die dann nicht mehr erhältlich sein werden. Eine größere Liste mit auch sehr vielen Trash-Games findet ihr in der Beschreibung. Updates zu 3DS-Spielen. Denn manche Spiele bekamen in ihrem Lebenslauf ein paar Updates, die ihr nur über den eShop downloaden könnt. Minecraft 3DS Edition. Es gibt wirklich Minecraft für den 3DS. Ich habe mir schon als kleines Kind auf meinem DS eine Version von Minecraft schon immer gewünscht. Und hier existiert sie nun. Und wenn alle Stricke reißen, ihr kein Geld habt oder euch das Video zu spät ansieht und schon kniend am Boden liegt und flennt, es gibt auch für euch andere Wege, an diese Dinge ranzukommen. Aber darüber kann ich leider nicht mehr erzählen. Aber es hat etwas mit der SD-Karte zu tun. Hey, das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten und euch helfen, mit eurem Geld umzugehen. Nämlich Geld sparen, denn das ist klug. Und das, was wir hier machen, ist nicht klug, ja. Falls meine Liste übrigens nicht gefallen hat, dann lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, was eure Liste ist. Und lasst mich auf jeden Fall auch noch wissen, welche Spiele ihr aus dem eShop euch noch holen werdet, bevor es zu spät ist. Aber irgendwie frage ich mich, wie wohl die Minecraft 3DS-Version so ist, oder? Ich meine, wie soll die überhaupt auf dem 3DS funktionieren? Irgendwie habe ich jetzt Bock, das zu spielen. Aber ich glaube, für den Preis ist es das nicht wert. Da ist wahrscheinlich die Handy-Version sogar besser. Naja, das war's dann erstmal von... Hä? Wer klingelt denn da? Guten Tag. Hi. Ich habe hier ein Paket für... Ja, das bin ich. Ich bräuchte noch einmal Ihre Unterschrift. Idiot. Wir haben ein Paket bekommen. Wir haben ein Paket bekommen. Wir haben ein Paket bekommen. Ich frag mich, was drin ist.